Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Sonic and All-Stars Racing Transformed. Im letzten Part haben wir den ersten Abschnitt quasi schon abgeschlossen. Wir müssen nur noch durch dieses Tor hindurch und auf durchs Warp-Tor ins nächste Kapitel. Neue Tour freigeschaltet. So, das eisige Tal erwartet uns. Und dort, wie man unten sehen kann, zwei freischaltbare Charaktere. Mal sehen, welche. Okay, das Ganze startet wieder mit einem Rennen. Und damit legen wir doch jetzt mal los. Okay, unser heutiger erster Charakter wird Ulala sein. Auch wenn ich gerade sehe, eine grottige Geschwindigkeitswertung. Hoffentlich wird uns das nicht zum Verhängnis im Rennen. Es wird schon werden. Bislang erscheint die mittlere Klasse ja durchaus machbar. Und wir müssen ja auch nur Dritter werden. Das sollte doch schaffbar sein. Okay. Bereit machen. Dann auf geht's, Freunde. 3, 2, 1, go! Ah. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es das nun ist von der Technik mit dem Blitzstart. Es klappt immer nur so beschränkt. Aber sei es drum, auf ins erste Rennen des heutigen Tages. Boah, ich wollte gerade sagen, eine schöne Kurve zum Driften. Oder also irgendeine Ratte hat uns gerammt. Kugelfisch. So, dann wollen wir doch mal uns direkt noch ein Item schnappen. Na, das läuft doch schon ganz gut. Au! Scheiß Kiste. Was? Wieso das denn jetzt? Also man muss mit den Stunts echt aufpassen, wenn man die irgendwie ein Sekündchen zu früh startet. Also wenn man noch mit dem Hintern irgendwie auf der Strecke ist, ist es sofort fehlgeschlagen. Ich hab zwar gedacht, ich wäre da gerade sprich gewesen, aber wie sagt mein Chef immer, der Fehler sitzt... Was? Der Fehler sitzt vor dem Bildschirm. Also wird es wohl so sein. Ist echt praktisch mit diesen Fassrollen auch mal ein bisschen die Richtung zu korrigieren, wie jetzt gerade zweimal. Oh, wir haben ja auch schon einen netten kleinen Vorsprung. Ich habe doch nach hinten gefeuert. Na, scheinbar nicht. Sei es drum, driften wir hier durch die schöne Kurve und wusch, Drift Level 3. Ja, das ist jetzt, ganz am Anfang habe ich gedacht, man würde da quasi leveln. Und ich habe mich schon gewundert, warum man immer wieder das Driften beim Driften aufsteigt. Aber nein, nein, das zeigt einfach nur an, wann man die höheren Stufen beim Driften erreicht hat, sodass dann ein höherer Boost beim Loslassen des Drifts aktiviert wird. Hat also nichts mit den eigentlichen Fahrfähigkeiten zu tun. Feuerwerk! Mann, ich hätte mit ein wenig mehr Konkurrenz gerechnet, muss ich sagen. Ich meine, wie gesagt, ich habe das Spiel auch vor diesem Let's Play schon zu einem großen Teil gespielt. Also ganz neu bin ich auch nicht mehr. Aber trotzdem, ich habe da immer mit meinen festen Charakteren gespielt und hätte jetzt schon erwartet, gerade wenn ich mir eben die Geschwindigkeitswerte von unserer Mrs. Ulala hier gesehen habe, hätte ich schon gedacht, dass wir etwas mehr Konkurrenz haben. Aber wir halten uns die Leute ja doch gut auf Abstand. Naja, nicht, dass wir uns beschweren wollten. Also irgendwie bin ich heute zu blöd zum nach... Ja, kaum beschwere ich mich. Zu blöd zum nach hinten feuern. Ob uns der was nutzt? Bei meinem Talent fahren wir am Ende selber rein. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Scheinbar kann man in den eigenen Schwarm nicht reinfahren, beziehungsweise wird davon nicht getroffen. Ich bin ja gerade voll mitten reingeschmettert. Mensch, jetzt geht mir Ralf aber schon auf den Keks. Komm, zeig dich, Freundchen. Ach, zum Glück hatten wir den Handschuh. Das finde ich echt ein cooles Item. Und so bislang ja auch noch nicht da gewesen. Eine schöne Neuerung. Wo ist er denn? Oh ja, direkt hinter uns. Vielleicht, wenn ich so feuere. Okay, das hätte funktionieren können, war aber eine scheiß Situation. Verdammt.
Nein! Okay. Das war unnötig, den Wirbel nach hinten zu schießen. Das hat uns wohl den ersten Platz gekostet. Tja, zu viel gequatscht, von wegen keine Konkurrenz. So schnell kann's gehen. Oh Gott, Leute, mit so Schuhen sollte man aber nicht Auto fahren. Bisschen zu hoher Absatz. Rutscht man doch ständig von den Pedalen ab. Naja, sei es drum. Okay, weiter geht's. Mal sehen, was jetzt für ein Event ansteht. Okay. Ah, Verkehrsstau. Das hatten wir bislang noch nicht. Das ist wieder eine Herausforderung, bei dem wir eine bestimmte Anzahl 12 Wellen, hier steht's, durchfahren müssen. Wir nehmen dazu jetzt Ralph im Sinne der Rotation der Fahrer. Ja, es gibt drei Varianten von Autos, die uns im Weg stehen. Zum einen grüne, die fahren einfach nur geradeaus. Die gelben strafen immer von links nach rechts über die Fahrbahn. Und zu guter Letzt die blauen, oder wie ich sie nenne, die Polizisten, die, oder was wie ich sie nenne, das sind welche, die passen sich unserer Fahrlinie an. Das sind die miesesten Säcke von allen. Man sollte diese natürlich möglichst nicht treffen. Und wenn man durch diese Linie hier, diese, fährt, hat man einen Checkpoint erledigt und bekommt wieder etwas Zeit geschrieben. So, am Anfang ist das noch recht entspannt. Das hier ist kein Checkpoint, sondern nur etwas Zusatzzeit. Deswegen auch nur ein paar Sekunden. Aber trotzdem ist das Ganze doch noch sehr entspannt. Wie gesagt, die Grünen sind relativ harmlos, die fahren nur geradeaus. Aber richtig miesen Säcke kommen erst später mit den blauen Kisten. Denn diese passen sich, wie gesagt, der eigenen Fahrtlinie an. Man muss also auf jeden Fall mit Ausweichmanövern arbeiten. Ein bisschen antäuschen. Und vielleicht beim Quatschen auch nach vorne gucken. Und nicht einfach geradeaus reinfahren, wie ich gerade. Alles in allem aber noch ein, verdammt nochmal, noch recht machbares Event. Ja, jetzt kommen die Blauen. Und wie man sieht, man muss jetzt kurz vorher irgendwo nach rechts oder nach links ausweichen, damit diese nicht hinterherkommen, weil man sieht bereits, sie versuchen, die eigenen Bewegungen nachzuahmen. Was schnell in die Hose gehen kann. Allerdings, zumindest hier auf der B-Klasse, kann man sich ja auch noch einige Fehler erlauben. Insofern nicht so schlimm. So, geh weg. Das ist nochmal eine andere Art von Bullen. Die verfolgen einen nicht, weil man irgendwas falsch gemacht hat, sondern sie provozieren den Unfall. Nicht etwas merkwürdig, dass sie ausgerechnet die so polizeiähnlich gestaltet haben durch die blaue Farbe und die Sirene. Ah, gelb können aber auch ganz schön nervig sein. Aber sei es drum, das war's. Na, das war doch kein Problem. Ereignis abgeschlossen. Auch wenn die Herausforderungen jetzt teilweise noch gut funktionieren auf B, den schweren Schwierigkeitsgrad werde ich dann nicht direkt hinterher ausprobieren, sondern entweder am Ende mal oder einfach offscreen. In erster Linie geht es mir jetzt erstmal darum, euch den Welttour-Modus zu zeigen mit all seinen Strecken und Herausforderungen. Okay, wir haben mal wieder die Wahl, wir machen aber natürlich eh alles. Allerdings sehe ich da unten, dass da ein Fahrer freigeschaltet werden kann. Darum packen wir uns erstmal dieses Rennen. Und jetzt mit dem komischen Rasseläffchen Amigo. Was für ein Spiel kommt der eigentlich? Sagt mir gar nichts. Vielleicht könnt ihr mich aufklären. Wie gesagt, ich bin immer eher Nintendo-Anhänger gewesen, denn Sega. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, mein Bruder hatte früher mal eine Sega-Konsole. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine war. Das ist viele, viele Jahre her. Also, da war ich ein kleiner Stöpsel. Ich weiß nur noch, dass wir da Golden Eggs hatten. Und ein Sonic of the Hedgehog. Fragt mich nicht, welchen Teil.
1. Los. Müsste ich ihn mal fragen bei Gelegenheit. Falls er das hier mal sehen sollte. Lieben Gruß, Bro. Durch ihn bin ich auch irgendwie ein bisschen auf das Spiel gekommen. Mir war es zwar vorher schon bekannt, aber er hatte es für die Xbox und meinte, es wäre wirklich ein schönes Spiel. Dann habe ich mir gedacht, ach komm, Mario Kart dauert noch. Schauen wir es uns nochmal an. Weil ich war, wie gesagt, erstmal skeptisch, weil die meisten Funracer sind Mario Kart-Klons. Mag dieser hier vielleicht auch sein, das ist vielleicht die falsche Formulierung. Sagen wir, es sind schlechte Mario Kart-Klons, die einfach nicht wirklich Spaß bringen, jedenfalls mir nicht. Aber bei diesem ist das tatsächlich anders. Also, mir macht's wirklich Bock. Natürlich sind die Zutaten vergleichbar, nämlich farbenfrohe Grafik, jede Menge Items und natürlich auch viel fahrerisches Glück bei den Rennen und der Itemauswahl. Aber trotzdem gibt es auch Unterschiede und Innovationen. Ich finde, es ist ein gelungenes Spiel. Aber das soll... Oh, nee, das hasse ich ja. Jetzt hat mich dieser Wirbel schon getroffen. Wir sehen es, ich fahre quasi rückwärts und dementsprechend ist meine Lenkung gerade umgedreht. Ah, ich habe es aber geschafft, wunderbar. Am Anfang hat mich dieses Item echt heftig irritiert. Also da erinnere ich mich noch dran. Ich habe es nicht ein einziges Mal geschafft während der ersten Stunden. Ich bin immer voll in die Wand reingerast. Danach bricht dieser Effekt allerdings auch ab. Also ihr müsst keine Angst haben, dass ihr dann irgendwie Ewigkeiten unter diesem Effekt seid. Beim ersten Unfall bricht dieser Effekt dann auch ab. Wäre auch sonst ein bisschen unfair. So, ich merke gerade, wir sind auf dem dritten Platz. Jetzt wollen wir doch unsere Schmach von gerade mal mit einem ersten Platz ausgleichen. Komm, Ralf. Was? Die Drecksau. Hat uns richtig eingefroren. Das heißt, der hat uns gleich alle drei, beziehungsweise den aufgeladenen Schuss der Eiskanone auf den Pelz gehetzt. Feuerwerk. Komm schon, den treffen wir noch. Was? Er hat doch getroffen. Das muss ich mir gleich im Video nochmal angucken. Das sah jetzt für mich definitiv so aus, als hätte ich treffen müssen. Naja, was ist. Ich finde es, wie gesagt, durchaus entspannt. Sicherlich auch einer der Gründe, warum ich es im mittleren Schwierigkeitsgrad spiele. Dass man nicht zwingend Erster werden muss, sondern auch Platz 2 und 3 noch ausreichen, um ein Ereignis, verdammt nochmal, abschließen zu können. Und man damit nicht gerade die schwereren Events immer und immer und immer wieder spielen muss. So, ach verdammt. Dann setzen wir mal den Hot Rod ein. Das war jetzt aber Glück. Ich dachte schon, jetzt rausche ich noch in die Wespe rein. Okay, auf geht's in die letzte Runde, in der scheinbar hauptsächlich geflogen wird. Und wir sind immer noch Dritter. Da sehe ich doch ein super Item. Oh Gott. Und wie ich hier lenke, aber ich habe sie gekriegt. Aber meine... verdammt. Meine Zielkünste sind nicht die besten. Beim Fliegen finde ich es aber auch durchaus schwieriger, weil es halt im dreidimensionalen Raum stattfindet. Während beim Kartfahren kann man ja schlecht drüber schießen. Nur rechts oder links vorbei. Verdammt nochmal. Ich treffe aber auch nichts. Na also, es geht doch. Komm schon, zumindest Ralf will ich noch kriegen. Mit dem zweiten Platz würde ich mich jetzt bei der Vorgeschichte auch zufrieden geben. Eieiei. Nein, komm schon, geh weg. Verdammt, das gibt's doch nicht. Na gut, was soll's. Nicht schlecht, dritter Platz. Dritter Platz reicht ja auch. Ich schieb's jetzt auch mal ein bisschen, zumindest am Ende, auf die miese Geschwindigkeitswertung von diesem Amigo. Aber was soll's, nicht rausreden hier. Selber schuld, wenn ich fahre, wie ich fahre. Ort freigeschaltet. Na, zumindest wieder ein paar schöne Sachen freigeschaltet. Vor allen Dingen die Strecken will ich natürlich immer haben. Damit man sie auch solo einzeln spielen kann oder mit Freunden zusammen. So, und jetzt bin ich mal gespannt, welchen Charakter wir jetzt freischalten können. Sieht der Nika Patrick.
Also mit der habe ich, die hatte ich auch schon freigeschaltet in meinem Offscreen-Play, sag ich jetzt mal. Die hat mir richtig gut gefallen von den Werten und vor allen Dingen auch vom Fahrzeug. Also mir ist es wichtig, dass das Fahrzeug vernünftig aussieht. Allerdings kenne ich den Charakter nicht. Auch hier mal wieder. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr mich aufklären könnt, wo welcher Charakter in welchen Spielen Auftritte hatte, schreibt es mir in die Kommentare, würde mich freuen. Dann weiß ich mal Bescheid. Na, und da ist die nächste, ist, schnappen wir uns hier doch direkt auch mal die gute Danica in ihrem Formel 1-Wagen für das nächste Rennen. Nee, stimmt gar nicht, für eine Turbo-Herausforderung. Auch gut. Die Wechselei hat natürlich den Nachteil, dass wir noch mit keinem Charakter viele Sets zur Auswahl hätten, sodass man sich dem jeweiligen Typus etwas anpassen kann. Zum Beispiel für eine Turbo-Herausforderung ein Kit auswählen, das auch wirklich gut bei den Turbo-Boosts ist. Denn davon gibt es hier ja schließlich wahrlich genug. Aber sei es drum, ich habe die Gute als flotte Fahrerin in Erinnerung. Das wird schon passen. Und man hat hier ja auch, wie man sieht, boah, mieser Checkpoint. Alle paar Meter ein Drift-Boost. Drift-Boost sage ich schon. Ein Boostfeld. Das ist allerdings auch bitter nötig. Denn wie wir sehen können, reicht es trotzdem nicht, um von Boostfeld zu gelangen. Zumindest nicht immer. Ohne dass die Uhr weiter runterläuft. Und die Zeit ist ja wahrlich begrenzt. Na, dann bauen wir doch zumindest hier in der Kurve auch schon mal einen zusätzlichen Boost auf. Jawohl. Das klappt doch bislang ganz gut. Ich finde diese Übergänge richtig schick geschaltet. Wenn man wie hier durch die Kurve und dann in diesen Wasserbereich reinrast. Gefällt mir richtig gut. Aber allgemein, wie gesagt, ich finde das Spiel macht richtig viel Spaß. Probiert es mal selber aus mit der Demo im E-Shop oder kauft es euch direkt selbst. Ich finde, es ist ein schönes Game. Es lohnt sich. So, ich setze mal den Boost ein. Verdammt. Den haben wir etwas zu spät gezündet. Aber sei es drum. Oh, hübscher Regenbogen im Hintergrund. Auch wenn ich mittlerweile fast 27 bin. Ich mag immer noch die kunterbunte Grafik, die auf Nintendo-Systemen oft zu Hause ist. Nicht nur, gerne auch mal was anderes. Aber, oh scheiße, das war nicht gut. Zumindest zur Abwechslung. Gerade auch bei den Mario-Spielen, bei Mario Kart, bei Fun-Racern wie diesen und auch bei Zelda, muss ich sagen. Mir hat zum Beispiel Skyward Sword besser gefallen als Twilight Princess. Und das liegt unter anderem auch an der Grafik. Gut, Leute, das soll es für diesen Part gewesen sein. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir mit Sonic und den anderen Allstars durch die hübsch designten Strecken browsen. Strecken browsen. Oh mein Gott, Leute. Ja, ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sonic.